Mutti, schön, dass du bei uns bist. Am Ende steht eine 1:2 Heimniederlage gegen den SVW in Wiesbaden. Wie fällt deine Einschätzung zu den 90 Minuten aus? Es ist ein bisschen schwer gerade zu verarbeiten, weil ich glaube, dass wir das nicht verlieren müssen, dass wir das Spiel dominieren, vor allem in der ersten Halbzeit, aber dann 2-0 hinten liegen und irgendwie wussten wir selber nicht, warum. Also es ging komplett auf unsere Kappe bis heute, das hätten wir vermeiden können. Deswegen fällt es schwer gerade, weil ich glaube, dass wir heute auf gar keinen Fall verlieren müssen. Man hatte das Gefühl, Wien wartet auf Fehler von euch und ihr macht sie. Warum konntet ihr die Ecke beim 0-1 nicht verteidigen? Ja, ich glaube, das, was du gerade sagst, wir haben halt, ich denke, die meisten Spielanteile gehabt, haben versucht, den Ball laufen zu lassen und es kommt dann halt leider manchmal vor, dass man ein oder zwei Fehlpässe spielt und dann gilt es, die auszubügeln. Das haben wir nicht geschafft, so fällt das 1-0, dann auch das 2-0, auch unser Fehler, was halt auch passieren kann, klar, aber wenn das halt in einem Spiel zweimal auftritt, dann ist es schwer und wir hatten dann nicht die nötige Durchschlagskraft in der zweiten Halbzeit, um diese hundertprozentigen Chancen zu haben. Nach dem 2-1 und von daher ist es bitter heute. Ich glaube, dass es nicht jetzt sein müssen heute. Nach dem 0-2 habt ihr so etwas den Faden verloren. Man hat dann aber merklich euch angemerkt, dass ihr in der Halbzeit der Trainer die richtigen Worte gefunden hat. Ihr seid mit viel Elan, mit viel Power rausgekommen, macht dann schnell das 1-2. Was hat dann am Ende gefehlt, um auch Wehen, die sehr tief standen, die Räume eng gemacht haben, dann auch so zu bespielen, dass ihr zu klareren Torchancen kommt? Ja, wir wollten halt ruhig bleiben im Ballbesitz, wollten über die Außen kommen und dann die Flanken reinbringen auf unsere großen Jungs da vorne. Und ich glaube, das ist zu selten gelungen. Und dementsprechend, wenn du die Bälle nicht in 16er bringst, kannst du keine Tore schießen. Und ich glaube, da hat es davor ein bisschen gehakt. Und ja, wie gesagt, die nötige Konsequenz heute leider gefehlt. Machen früh das 2-1, konnten dann aber leider nicht nachhängen, weil ich glaube, dass ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen wäre heute. Ihr bleibt nach der Niederlage trotzdem im oberen Tabellendrittel. Ihr habt jetzt 9 Tage Zeit, um euch auf Würzburg vorzubereiten. Was glaubst du, wo jetzt der Schwerpunkt angesetzt wird in der Vorbereitung hinsichtlich dem Auswärtsspiel in Würzburg? Ja, ich glaube, dass wir so viel nicht verändern müssen, weil ich glaube, dass es heute kein Totalausfall war. Ich glaube einfach, dass es an den nötigen Stellen ein paar Prozente gefehlt haben und wir halt die individuellen Fehler abstellen müssen. Und ich glaube, dass wir trotzdem das Spiel dominiert haben, dass wir gezeigt haben, dass wir den Ball laufen lassen, dass wir gut Fußball spielen können. Nur dann müssen wir halt sagen, okay, gegen Würzburg müssen wir halt auch die Torchancen uns herausarbeiten. Der letzte Pass, nochmal konzentrieren, nochmal ein bisschen konsequenter und ich glaube, dann wird es auch wieder anders aussehen. Mutti, vielen Dank und alles Gute. Janis, schön, dass du da bist. Am Ende steht eine 1:2 Niederlage gegen Wien Wiesbaden. Eine vermeidbare Niederlage aus deiner Sicht? Absolut vermeidbar. Ich glaube, heute können wir uns nach dem Spiel wirklich in den Arsch beißen, weil ja, wir das Spiel selbst verloren haben. Wir haben zu viele Fehler gemacht, haben den Gegner gerade in der ersten Halbzeit zu vielen Umschaltsituationen eingeladen, was Wiesbaden gut kann. Ich glaube, Wiesbaden hat sich sehr tief gestellt, hat von Anfang an auch auf Konter gelauert, hat teilweise im Bus geparkt. Da war es nicht einfach durchzukommen, aber da waren wir zu fehlerbehaftet, vor allem in der ersten Halbzeit. Sind dann selber schuld, dass wir 2-0 zurückliegen. Zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht. Den Gegner bespielt, hatten dann auch unsere Chancen. Können wir auf jeden Fall noch das 2-2 machen. Und deshalb ist es echt total unnötig heute, dass wir das Spiel verloren haben, weil das ist absolut mehr drin gewesen. Wir hätten einen großen Schritt wieder machen können. Und ich glaube, heute können wir uns auch wirklich mal ärgern nach so einem Spiel, weil mehr drin gewesen ist. Beim Stand von 0-0 hattet ihr eure Möglichkeiten. Auch nach dem 0-1 sah man bei euch im Spiel keinen Bruch. Nach dem 0-2 sah es etwas anders aus. Wie würdest du die letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit nach dem 0-2 beurteilen? Ja, teilweise auch ein bisschen wild irgendwie. Da hatte Wiesbaden die eine oder andere Chance noch, wo wir dann auch sie zu einladen, wo wir die Bälle zu leicht verlieren, wo wir Fehler machen, zu unkonzentriert sind. Aber ich glaube, wenn man es jetzt mal im Gesamtkontext sieht, ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir eine sehr stabile Saison spielen und eigentlich kaum Fehler anbieten. Heute war es der eine oder andere zu viel. Da verlierst du das Spiel, aber es war absolut vermeidbar und unnötig. Ihr kommt mit einer richtig guten Reaktion aus der Halbzeit, macht schnell das 1-2. Warum hat es aus deiner Sicht dann hinten raus doch nicht mehr gereicht, Wehen dann auch so zu bespielen? Sie haben die Räume sehr eng gemacht, sie standen sehr kompakt. Euch fehlten aber dann die klaren Torchancen. Warum hat das heute nicht so gut funktioniert? Ja, ich glaube schon, dass wir auch nach dem 1-2, also wir haben erstmal, wie du sagst, sind wir gut aus der Halbzeit rausgekommen. Ich glaube, das ist die Mannschaft herauszeichnen, dass wir eine brutale Moral haben und einen Teamgeist und dass wir es nochmal unbedingt wollten, umbiegen wollten, den Fehler gut machen, den wir in der ersten Halbzeit auch zu viele angeboten haben. Und ich glaube, dass wir schon auch Chancen hatten, auch nach dem 2-1. Das waren dann vielleicht nicht so die hundertprozentige, aber so Halbchancen, immer in gute Situationen uns reingespielt. Dann haben wir es teilweise zu kompliziert gemacht.
Dann hat Wiesbaden nochmal umgestellt zur Fünferkette, das war dann noch massiver. Aber dann ja, haben wir es ein bisschen zu kompliziert gespielt, haben dann auch teilweise zu früh die Bälle reingeflankt, anstatt vielleicht nochmal ein, zwei Mal zu spielen. Aber trotzdem waren wir in Abschlusschancen, in Abschlusssituationen, auch 10, 12, auch manchmal 14 Meter vom Tor. Und den Ball da nicht richtig getroffen, nicht die richtige Entscheidung getroffen. Das passiert mal, das kommt mal vor. Wir haben die letzten Spiele auch viele Tore geschossen. Ja, trotzdem insgesamt, wie ich gesagt habe, absolut vermeidbar und ärgerlich. Und das wurmt mich jetzt auch, weil das einfach unnötig war heute. Du hast die intakte Moral der Mannschaft angesprochen. Das tut euch jetzt keinen Abbruch, oder? Nee, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, heute können wir uns ärgern. Das ist absolut normal und auch richtig. Und ich glaube, das sollten wir auch nach so einem Spiel, weil wir jetzt heute nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir unser bestes Spiel gemacht hätten, hätten wir auch heute auf jeden Fall gewonnen. Ja, trotzdem geht es danach weiterzumachen. Wir kommen aus einer sehr guten Phase von Punkten her. Wir spielen eine sehr stabile Saison insgesamt. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und solche Spiele gibt es. Aber was kommt immer mal vor, wird vielleicht auch nochmal vorkommen. Aber trotzdem ärgert sein. Danke, Janos, und Kopf hoch. Gerne.